Aber wie gesagt, ist trotzdem ein schönes, auch eine schöne Stelle da. Weil, guck mal, selbst wenn du 5 Minuten hast, kann ich ja schnell noch zum Schloss gehen, geh ich in dein Heim, mach schon Kaffee. Oder und daneben direkt der Brauhaus, oh, das ist geil. Wenn du Bock mehr auf deine Freundin hast, gehst, kannst du direkt rüber ins Braustübel gehen und kannst noch eine zischen. Das finde ich gut. Direkt aus dem Leben zischen. Ja, genau. Meine Freundin, hallo. Ja. So läuft das halt einfach. Das ist. Moment, das Brauhaus Mönchpfiffel. Mönchpfiffel, ja. Könnte ich direkt wegbeamen. Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Moin. Jawoll. War das jetzt die Antwort auf mein, auf den Brock? Chris, mir lieber, schön, dass du da bist, auf jeden Fall. Erstmal einen schönen Feiertag. Jupp. Ah, okay, alles klar. Wunderbar. Ja, weil, wie gesagt, ich war da schon drauf und. Das hätte doch hier. Das wäre noch so ein absolutes Highlight. Die Leute zum Brocke zu fahren. Das. Ja. Die ist so komisch heute. Ach. Naja. Ach, so, Lydia. Was war das jetzt? 855, ne? Das meine ich total. Jo, genau da ist diese Lücke, die man auch noch sieht. Justin, der Rilleputzer. Sucht der. Ich auch nichts dafür, dass du hauptberuflich Toilettentieftaucher bist. Ah, Hilfe, Herrgott. Nächste Haltestelle. So. Was? Flotte Rote? Ah ne, Rotter Rote. Nächste Haltestelle. Rotte Rote. Weißt du, wer lesen kann, ist kein Vorteil, ne? Ich komme ja gerade von dem Kassensystem verarscht vor. Ich hab's nicht verstanden, ja? Und das muss der gehört haben. Er hat die Anzeige nochmal wiederholt in dem Moment. Du bist so ein scheiß Ding. Jetzt will mich schon über das eigene Kassensystem verarschen. Ich dich so immer drauf da. Ja, danke schön. Ich fühl mich richtig schön. Ja, das ist richtig so. Beschissen. Beschissenes Plan halt, ne? Ja, da. Boah, Alter. Und du hörst auf, da drüber zu blöd zu lachen, du. Ja, dir geht's wohl so gut. Bitte, moin, mein Lieber. Wie geht's dir? Erstmal dir auch einen schönen Tag, Feiertag. Also, warum blinke ich überhaupt? Oh, ihr macht mich so kirre. Ey, du machst dich selber kirre. Und dann. Mach keine Sorge, ich erzähl das keinem weiter. Ja, ja. Die ist auf jeden Fall cool. Also, ich bin überwältigt, ey. Also, auch wenn es nur 7 Minuten sind, wir haben da mal was richtig Geiles rausgebracht. Ja. Richtig, also das ist mal eine richtig schöne Heizerstrecke. Schön über Land. Kann man ja mal mit dem MAN Stadtbus da mal fahren. Boah, was ist das denn? Ist was dafür? Keine, du Fähre zu meckern, ey. Habt ihr schon mal alle genickt? Ich muss nämlich mal kurz auf die Bremse steigen. Nächste Haltestelle. Oberhof Ort. Die wollen mir ja alle zustimmen. Oh, Schatz, halt die Gosch jetzt da hinten. Ey, sag mal, das gibt's nicht, oder? Du bist nur wieder so blöd am Lachen. Meine Freundin lacht mich aus, das gibt's nicht. Was ist das denn? Ich muss verstehen. Hier. Schatz, du legst mich ab. Jetzt ist wieder jemand anderes schuld. Das ist ja. Einfach. Das habt ihr ja gerade verstanden, oder? Schatz, du legst mich ab. Du legst mich ab. Was habt ihr jetzt verstanden?
Ja, genau, richtig. Nein, Chris, hast du verstanden? Du lenkst mich ab. Du lenkst mich ab. Ja, genau, bloß anders gesagt, du lenkst mich ab. Lenkst mich ab. Aus. Oh, Mann. Du lenkst mich ab. Ach ja, die Frauen, ne? Sind sie. Die Männer, sagt sie, die Männer. Komm her und sag's ins Mikro. Ich glaube, du kriegst eine schöne Antwort, ey. Da kommt Speedy und macht wieder Gute-Gute-Gute. Ich weiß, dass wir das Nonplusultra sind. Warum kriegen wir da nicht alles umsonst? Kein Kommentar. Das war gut. Nein. Scherz. So. Aber das war dann auch die letzte Tour dann für heute. Das haben wir auf jeden Fall 4 Touren, 4 Aufnahmen, ey. Die will ich mir alle nochmal in Ruhe angucken. Nächste Haltestelle. Ein paar Mute-Geräusche reinknallen in manche Situationen. Nö, ungeschnitten. Nein! Warum schneide ich die so, wie sie sind, die bleibe so. Nö. Wo ist denn der Witz daran? Die gleiche Unterhaltung, genauso wie sie ist, gibt's dann auch bloß in den jeweiligen Kategorien geschnitten. Das ist Premium-Content hier. Premium. Hammer. Du kriegst ja gleich Premium-Qualität, ey. Was ist das denn für eine Repaint-Vorlage? Ich kann's nicht. Ah, ja, dann würde ich's verdienen. Dann Justin. Ey, total verpixelt. Sag mal, völliger Mist. Total verpixelt? Ja, du musst jeden Pixel rausholen, jeden Würfel nochmal neu einsetzen. Setz dich auch gleich ein, du willst einsetzen? Willst du meinen Bus übernehmen? Nur so eine kleine Ablenkung. Nächste Haltestelle. Oberhof Wiesenweg. Ich werde dein Fahrzeug nicht übernehmen. Ich werde es höchstens kaputt reparieren. Kaputt reparieren? Hey, das ist ja wie ein Neufahrzeug, wa? Doch, Ziel. Nein. Ach, es ist schön. Also. Schön über Land, also. Hier kannst du wunderbar die Busse verstecken, ja. Mal auch gut Leute verschwinden lassen. Justin, hast du gerade freiwillig noch was gerufen? Ich? Ja. Also, falsch gesagt, verschwinden lassen. Kein Ding. Kannst ja mitfahren. So, Justin, extra für dich. Komm, Ansage. Na? Ach, was mache ich denn? Nächste Haltestelle. Mönchpfiffel. Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Extra für den Justin. Der Mönchpfiffel. Bodenlos. Jetzt weiß ich auch, wie dein Zuhause da aussieht. So das chemische Kreuz und die Bushalter da. Bodenlos. Bodenlos. Ach, wahr. So. Ich rutsche dir die Ärmel beim Händewaschen runter. Aha. Das geht ja jetzt nicht, schade. Ah, ich versuche gerade noch einen schönen Screenshot zu machen. Ah, das reicht. Mann! Freischwebende Kamera, ey. Das wäre jetzt nicht schlecht.
So, hey, hat Spaß gemacht. Also die Tour, die... Man müsste mal wirklich einen Vergleich machen zwischen Bad Hügelsdorf und der Karte da. Weißt du, was der Unterschied schon allein zwischen der Karte und Bad Hügelsdorf ist? Die lebt nicht. Hast du einen scheiß Computer? Nee, hab ich nicht. Nein, das war jetzt nur so. Nein, aber Bad Hügelsdorf hängt ja zwischenzeitlich sowas vom Boden los. Wow. Ich glaube, so viel habe ich von dem Feiertag dann nicht verdient, ey. Moment, da war mein Screenshot. Und da macht man Feiertag. Und ich schreibe hinter die 82 Feiertagszuschlag. Und das kriegst du geschickt, lieber Just. Danke, danke für die Werbe. Kein Problem. Wow, okay.